Escape from Tarkov, der neue DMZ-Modus, von allen angepriesen, von Activision so angepriesen, von den Leakern angepriesen. Alle haben gesagt, der DMZ-Modus, er wird Warzone 2 verdrängen. Der nagelneue Demetallisierungs-Exfiltrierungsmodus. Geiles Gameplay, es soll dunkler sein, es soll taktischer sein, man muss im Squad spielen. Es gab so viele Versprechen für diesen Modus und bevor ihr fragt, warum ich aussehe wie in meiner alten Bundeswehrzeit, das soll das Ganze visuell, audio, grafisch untermalen. Dafür könnt ihr gerne ein Like da lassen, Leute. Ich musste mich tatsächlich in mein altes Bundeswehr-Auslandshirt zwängen und wenn ihr es nett meint, könnte man sagen, Muskelmasse dazu gewonnen und wenn man ehrlich ist, habe ich einfach ein paar Kilo zugenommen. Aber wenn ich so mache, ja, dann seht ihr das. Ihr seht das, ne? Mann, bin ich fett geworden. Herzlich willkommen, Leute. Ich möchte mit euch über den neuen DMZ-Modus sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, es ist warm da unter. Der neue DMZ-Modus ist, und ihr habt es ja mitbekommen, jetzt das erste Mal vorgestellt worden. Der Warzone 2 an und für sich. Die Karte kannten wir ja schon. Aber ich persönlich, und bevor jetzt wieder welche sagen, er meckert nur, meinen YouTube-Kanal habe ich darauf aufgebaut, meine Meinung zu äußern, ehrlich, so wie ich Dinge sehe. Und viele, viele Leute, und vielen Dank dafür, schalten regelmäßig ein und gucken sich an, wie sieht er das, wie sehe ich das, was gibt es Neues. Deswegen vielen Dank dafür. Ich bin nicht hier, um nur zu meckern. Und vorab, ich habe mich riesig auf diesen Modus gefreut, weil ich mir vorgestellt habe, dass neues Escape from Tarkov mit Sicherheit interessant werden kann. Escape from Tarkov habe ich nie aktiv gespielt, weil es wirklich ein langwieriges Game ist, wo man wirklich reinfinden muss, wo man viel Zeit investieren muss, wo ich jetzt nicht die Zeit hatte, aber dachte, wenn Call of Duty das hinbekommt, so einen Modus mit rauszubringen, der High Risk, High Reward im Prinzip vereinfacht, sprich, ich gehe großes Risiko, kann große Gewinne daraus ziehen, kann alles verlieren, dann ist es nach meiner Meinung ein genialer Modus, der neben Battle Royale existieren kann, der neben Multiplayer existieren kann. Ich bin persönlich seit Jahren satt von Battle Royales. Ich finde sie langweilig. Es ist immer und immer und immer wieder dasselbe. Ich bin kein großer Fan und habe mich sehr darauf gefreut. Dann haben wir uns bei Nadja, weil wir ein bisschen lachen wollten, sie hat sich in den ersten 3 Sekunden selbst geflasht, die angeblich beste Spielerin der Welt, hat das schrecklichste Aim aller Zeiten gehabt. Also es ist schon witzig, wie gut sie spielt, wenn sie zu Hause an ihrem Setup spielt und mit ihren seltenen Sachen woanders plötzlich wie ein absoluter Sentinel rumläuft. Kann jeder denken, was er will. Auf jeden Fall war es unfassbar witzig zu sehen, wie schlecht sie ist und vor allen Dingen, wie schlecht der Modus ist. Meine Erwartungen waren wirklich, dass wir, und das Einzige, was wir wussten, ist ja, man muss exfiltrieren, es wird auf Al-Masra spielen und im Prinzip war das ja alles, was wir wirklich wussten. Und meine Erwartung an das Ganze war wie folgt und dann werde ich euch gleich erklären, wie es jetzt am Ende eigentlich war und ihr habt es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen bei diesem Stream-Event gesehen. Meine Erwartung war, dass der ganze Modus etwas dunkler sein wird, etwas taktischer, etwas langsamer. Man muss Missionen erfüllen, muss sich gegen Bots wehren, muss sich gegen Spieler wehren. Und all diese Sachen kombiniert war für mich in meinen Gedanken ein cooler Modus, wo man mit den Jungs rein kann, wo man lange Zeit immer und immer wieder wie bei Tarkov auf diese eine Aufgabe hinzuspielt, auf diese eine Waffe, die man exfiltrieren will. Es gab so viele Möglichkeiten, was man daraus machen könnte. Und am Ende war es für mich wie Beutegeld mit einem Ausgang am Ende. Mehr war es nicht. Und das größte Problem, was der DMZ-Modus hat, und ich glaube, man hat es relativ deutlich gesehen, 99% der Zeit spielt man gegen Bots. Bots, die sich laut Infinity Ward in der Promotion für Modern Warfare 2 so real und gut anfühlen müssen wie immer. Tatsächlich ist es so, dass diese Bots absolut dumm waren. Sie waren sofort auf dem Kopf drauf. Das heißt, es gab manche Bots, da hatten die Streamer keine Chance gegen. Andere Bots sind einfach gegen eine Wand gelaufen. Einer stand so mit dem Kopf in der Wand drinne. Also, wenn man sowas so promotet, müssen die Bots schon ein bisschen was können. Dazu kommt einfach, dass viele Spieler, so wie ich, keine Lust haben, gegen Bots zu spielen. Ich liebe den Multiplayer, ich kriege Hotmics, ich kriege Reaktionen. Ich kann jemandem die Runde ruinieren. Mir wird die Runde ruiniert. Das macht für mich Spaß aus. Immer und immer wieder denselben Bot zu töten, ist absolut langweilig. Ganz wenig Spieler, die man da wirklich im Encounter trifft, einige am Ende, wenn man exfiltrieren will, das macht noch keinen Spielspaß. Und da habe ich gedacht, das ist aber gar nicht so schlimm, wenn man eine Belohnung bekommt, wenn man weiß, wofür man spielt. Und
die Belohnung, die man bekommt am Ende, alles, was ihr mitnehmt an Geld und sonst was, wird eingetauscht in XP. XP ist das Unwichtigste, was es in Call of Duty seit 4 Jahren gibt, denn solange wir so ein Seasonal Prestige haben oder eins wie jetzt, wo man halt bis Level 250 geht, dann wartet, bis die neue Season beginnt und dann bis 500 geht, XP ist unwichtig. Und XP ist das Einzige, was man hier mitnimmt. Man kann seine Waffe verlieren, die man in den DMZ-Modus mit reinnimmt. Die kann man dann in der nächsten Runde einfach irgendwo wiederfinden. Und selbst wenn man sie verliert, man spielt fast die ganze Zeit gegen Bots. Es ist also fast egal, welche Waffen man hat. Und was mich so hart enttäuscht und warum ich der Meinung bin, dass das schon wieder so ein absoluter Flop ist und jetzt schon von dem, was man sieht, es gibt kein Ökonomiesystem. Das heißt, mit dem ganzen Geld, was ich vielleicht aus der Runde mitnehme, weil ich eventuell den Plan habe, mir diesen Aufsatz zu kaufen, der extrem stark ist, oder diese Waffe oder eine neue Satchel oder sonst was, kann ich nur Geld mitnehmen, Waffen, Satchels, und das Einzige, was ich behalte, ist die Satchel für Rüstung. Das Rüstungssystem ist schlecht, auch in Warzone 2, ich weiß nicht, warum sie es so machen, und die Waffe. Alles andere wird einfach in nutzlose XP getauscht. Und wenn der einzige Anreiz ist, dass ich XP gewinne, dann wird der DMZ-Modus darauf hinauslaufen, dass Leute den als Farm-Modus benutzen. Und was nicht in meinen Kopf reingeht, warum bei Activision und Infinity Ward kein Mensch mit Verstand sitzt, der sich überlegt, wie man den Spielern diesen Modus wirklich interessant machen kann. Und ich bin nur ein Gamer, Leute, okay? Ich bin kein professioneller Game Designer. Aber ich habe hier einen Vorschlag, der ist mindblowing. Ich weiß, dass da keiner von denen hätte drauf kommen können. Warum macht man es nicht so? Und jetzt haltet euch fest. Haltet euch fest. Achtung. Jetzt wird's übel. Der Vorschlag, da hätte keiner drauf kommen können, okay? Warum macht man es nicht so, dass wenn ihr erfolgreich exfiltriert, ihr eine prozentuale Chance für einen Token habt. Und wenn ihr einen Token bekommt nach der Runde, ihr die Möglichkeit habt, diesen Token in der nächsten DMZ-Runde mit eurem Loot reinzunehmen. High Risk, High Reward. Ich riskiere, diesen Token zu verlieren, wenn ich nicht exfiltriere. Aber wenn ich ihn mitnehme und die Runde gewinne, bekomme ich einen zweiten. Und wenn jemand 10 Tokens hat, bekommt man eine Gutschrift, eine Blueprint-Variante, die man sich im Shop kaufen kann. Ich glaube nicht, dass Activision auch nur 1 Cent weniger verdienen würde, wenn sie den Leuten diese Option geben. Und viel wichtiger als dieses eine Bundle, was man sich eventuell kauft, ist für Activision in den Quarter Reports die Spieleranzahl, die Spieldauer. Was meint ihr, wie hart ich diesen Modus, genauso wie viele von euch, durchsuchten würde, wenn ihr wüsstet, dass ihr für 8, 10, 6, 5 Tokens einen Skin kaufen könntet, umsonst eine Blueprint-Variante, wo ich persönlich sag, obwohl ich Creator bin, ich kaufe mir den Battle Pass von den 1000 COD-Points, die ich sowieso habe. Ich kaufe mir den nicht bis Stufe 50 oder 100. Ich erspiele den und zeige es in Videos. Ich kaufe mir keine Skins. Ich habe mir in 2 Jahren Warzone einen Rose 3.0 Skin gekauft, weil ich den unbedingt haben wollte. Und eine pinke Grau für 10 Euro, weil meine Freundin die unbedingt haben wollte und gesagt hat, kauf sie. Ansonsten habe ich nie Geld ausgegeben, weil mich interessieren Skins und Waffen und Operator so nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, solche Sachen umsonst zu bekommen, indem ich Spielzeit und meinen Einsatz einbringe, dann wäre das eine absolute Win-Win-Situation für alle, und natürlich sind sie auf diese Idee nicht gekommen. Es gibt kein Ökonomiesystem in dem DMZ-Modus, es ist viel zu hell, es ist halt Almazra, und das ist auch in Ordnung, aber warum ist man nicht in der Lage, das Ganze so abzuändern, dass es sich nicht anfühlt wie Beutegeld, sondern anfühlt wie ein wirklicher taktischer Modus im Universum von Call of Duty, im Universum des Multiplayers, im Universum von Warzone 2. Ehrlich, Leute, ich bin so enttäuscht, wie schlecht dieser Modus jetzt aussah. Null Anreiz für mich, den zu spielen. Wirklich null. Wenn ich irgendwann mal irgendwas leveln muss, werde ich Folgendes machen. Ich werde in den Modus gehen, werde meinen Controller andersrum hinlegen, damit der Charakter einfach geradeaus läuft, und werde XP farmen. Weil das ist das Einzige, was ich in diesem Modus sehe. Und selbst das ist unnötig. Wer so wie wir regelmäßig spielt, kommt automatisch auf Level 250 in einer Season in 8 Wochen. Was das nächste ist, 8 Wochen geht die erste Season mit 2 Remake-Karten. Also es ist aktuell wirklich, finde ich, enttäuschend. Und trotzdem würde mich interessieren, den Navy Seal 141, Going Dark, nennt mich Ghost. Gut, nicht ganz.
Was ist eure Meinung zum DMZ-Modus? Habt ihr das, was ihr da gesehen habt, gefeiert oder seid ihr auch so wie ich und sagt, ehrlich, aus so viel Potenzial so eine Scheiße machen, es kann doch nicht sein. Lasst gerne ein Like da, Leute, lasst ein Abo da und würde euch sehr, sehr begrüßen, wenn ihr Lust habt. Heute Abend auf Twitch bin ich auch wieder live. Wir gehen an die letzten Waffen auf Gold und dann sind wir bereit, in 3 Tagen in Hardcore alles auf Platin durchzumachen. Lasst euch einen schönen Tag haben, ich bin raus.